Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Im letzten Part haben wir den Skelettwald betreten und ein wenig im Skelettwald-Dungeon rumgeglitscht. Aber jetzt wollen wir ganz normal weitermachen im Skelettwald. Level 3 Skelettwald. So, wir machen erstmal die hier kaputt. Hoffen, dass die Bombe explodiert und die wegfetzt. So, mach kaputt. Oder mach uns kaputt. Ich habe ja nur gesagt, mach kaputt, nicht was du kaputt machen sollst. Aber egal. Die nette Fee mit Fruit Loops hilft uns. Und wir benutzen mal den Bumerang und treffen den, den ich eigentlich gar nicht treffen wollte. Aber egal. So ist gut, so spielt man. Plöpp. Plöpp. So. Ausgewichen der Skeletthand. Mein Gott, jetzt geh doch mal kaputt. Vielen Dank auch. So. Da ist der Schalter, den ich schaltern wollte. Hier müssen wir nämlich einmal aufpassen, dass uns die Skeletthand nicht kriegt. Und andererseits müssen wir gucken, dass wir die Statue rückwärts schieben. Jetzt warte ich noch einmal kurz, bis der komische Grabscher da kommt. Und dann können wir uns auf in den nächsten Raum machen. So, ganz einfaches Rätsel. Muss man aber kurz überlegen. So, geht doch. Jetzt ist es ein einfaches Rätsel. Und ich hätte mir mal ein stärkeres Schwert holen sollen. Das wäre doch was. Das, glaube ich, machen wir. So schnell es geht. So. Zack. Zack. Und jetzt noch die Kleinen hier. Geh weg. Oh nein. Das war suboptimal. Geh weg. Geh weg. Zack. Zack. Und den großen Schlüssel. Perfekt. Jetzt holen wir uns das Dungeon-Item. Oder? Moment, wir gucken, ob wir hier noch ein paar tolle Schlüssel oder so abstauben können, weil dann können wir uns diesen Tempel richtig einfach machen, glaube ich. Ich habe den Tempel noch nie so gemacht, wie ich es jetzt versuche, aber man kann es ja mal ausprobieren. Hier brauchen wir... Ja, Level 3 Skelettwald. Also. Kurz gucken. Ne, ich gehe erstmal zurück und hole mir das Dungeon-Item. Und renne natürlich durch alles durch. Ich bin hier der totale Berserker. So, und wenn wir diesen Dungeon fertig machen, haben wir das erste Fundament für den vierten Dungeon gelegt. Heißt, wir könnten uns dann eine neue Rüstung holen. Der magische Feuerstab, er beherrscht rotglühendes Feuer. Achte auf deine Magieanzeige. So, das war ein richtiger Dash-Jump. Und warum hau ich dich? Keine Ahnung. So spielt man das Spiel. So wollen wir das Spiel spielen. So, hier können wir auch mal dran vorbeilaufen. Du bist fies, du kannst dich durch Gräser lecken. Yoshi! So, haben wir noch eine Fee? Nein, natürlich nicht. Brauchen wir eine Fee? Ja, natürlich. So, wo war noch mal eine Feenquelle? Irgendwo da, ne? Holen wir uns jetzt Feen? Wir holen uns was ganz anderes. So, komm mal her. Schön hier vorsichtig, vorsichtig. Wir holen uns jetzt ein paar andere Sachen. Schwupps.
Wir wechseln mal in die normale Welt, weil die sollte ja ein kleines wenig weniger tödlich sein als wie... Hier waren wir schon. Ein klein bisschen tödlich... Ein bisschen nicht tödlicher sein, tun, wie die Schattenwelt. Wir holen uns jetzt nämlich ein paar Elixiere. Das ist viel praktischer, als wie immer auf Feen bauen zu müssen. Und wir lassen uns von diesem Typen hier töten oder auch nicht. Die kommen auch immer angerannt, wie keine Ahnung was. So, hier nehmen wir den Feuerstab. So, geht doch. Mit ein wenig Grr und Grr kann man jeden Gegner in die Knie zwingen. Und irgendwie werde ich gerade angeschrieben. Einen Moment bitte. So, da musste ich mich mal kurz in den anderen Bildschirm retten. Da wurde ich kurz angeschrieben. Wegen was Wichtigem, aber das ist ja nicht so schlimm. Kann jedem mal passieren. Mir das letzte Mal. So, die gute Herrin hier, oder eher die Hexe, hat uns da aus dem Pilz das magische Puder gemacht. Und daraus können wir aus Gegnern Feen machen. Also aus diesen mega super Gegnern des Todes. Keine Ahnung, wie sie heißen. Aber egal. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich viel zu wenig Rubine habe, um irgendwas anfangen zu können mit Tränken etc. pp. Deswegen suchen wir doch kurz eine Feenquelle auf, die... Wo ist... Mist, ich habe schon wieder vergessen, wo eine Feenquelle ist. Doch, da unten. Da unten ist eine Feenquelle. Das weiß ich. Bam. Bam. So. Nein. Irgendwo da unten ist eine Feenquelle. Also dann rennen wir doch mal dahin. Ah, du Arschnase. Ah, ich vergesse immer den Kartenknopf. Da, au, Blödsack. Hier war eine. Eine Feenquelle für uns. Den Momo. Ba, 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 da. So, wir haben also nicht genügend Rubine für Elixiere und eine Feenquelle mit Feen, mit kleinen Feen ist auch im Moment nicht greifbar, deswegen full YOLO und wir passen mal ein wenig auf unser Leben auf, sagte er jetzt und starb. So, jetzt gehe ich aber gleich noch ein bisschen Rasen mähen für Magie. Oder? Ne, Moment. Stimmt, ich habe noch ein magisches Elixier. Das könnte uns praktisch sein. Vor allem beim Boss des Waldtempels. Oder Skelettwaldes, wie man es nimmt. Weil, ja, da werden wir den Feuerstab benutzen müssen. Und irgendwie renne ich immer in die Bomben. Gib mir Herzen. Danke. Gib mir noch mehr Herzen. Gib mir Herzen. Nicht Bomben. Herzen, die kleinen runden Dinger. Also, egal. Ja, da leckt es kurz. So, na dann wieder ab ins Schattenreich der Reichigkeit und weiter hier im Skelettwald. Ja, Skelettwald, so heißt du. Dann
Dann laufen wir mal schnell hier lang. Und wollen... Wo wollen wir denn hin? Wollen wir hin? Wo wollen wir hier hin? Hier nicht! Du scheiß Biene! Geht doch! Wieso nicht gleich so? Da 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 da! Da 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 da! Nö, 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 nö. Ach nee, ich mag dieses Waldziehen, das ist cool. Dum, 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 Level 3 Skelettwald. So. Beim letzten Mal wollten wir ja gucken, was hier war. Also probieren wir es mal aus. Die Magie nehme ich mal mit. Lassen uns nicht von diesem Grabscher hier grabschen. Laufen immer hier rum, während das blaue Etwas hier angeglubbelt kommt. So. Noch einmal kurz auf den Grabscher warten. So. Jetzt auf den Feuerdingens. Ha, ich brauche ein Steuerkreuz. Ich brauche dringend ein Steuerkreuz. So, reicht das? Das sollte reichen. Perfekt. So, hier können wir... Was können wir denn hier? Was will man hier? Außer, dass es wieder laggt. Leute, falls ihr wisst, warum mein Visual Boy Advance M im Moment so laggt... Also, ob das irgendwie mit der Version zu tun hat. Ich habe mir die neueste Version letztens runtergeladen und seitdem laggt es komischerweise. Ich werde für die nächste Folge mal alle möglichen Filter und so mal raushauen. Also, ich spiele das Spiel ja jetzt über einen HD-Filter. Aua. Und ja... Falls ihr da irgendwie Hilfe habt, warum es im Moment so laggt und von den Frames her total einbricht, mich würde es mal interessieren. Hm. Also hier brauchen wir einen Schlüssel. Da, 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 da. Ein Schlüssel brauchen wir da. Ständig laggt. Komisch. So. Keine Ahnung, warum es so laggt. Das tut mir auch echt leid. Und bisher ging es ja immer. Erst seit ich diese neue Version habe, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Hm. Komisch, komisch. Ah, verstehe. Hier kommen wir dann dahin. Aua. Das tut doch weh. Lass mich hier raus. Du Arschnase. Hm. Komm, dann bombjumpen wir einfach zurück. Weil ich's kann. So, und tock. Plop. Ah, ich hab's schon langsam drauf. Da brauchen wir den Schlüssel. Hier drunter war keiner zufällig, oder? Ja, töte dich einfach selbst. Doch, hier waren Schlüssel. Hm. Und ein Lag. Schlüssel für Lag nehme ich. So. Das hier ist, glaube ich, der Eingang. Der eigentliche Eingang zum wahren Hauptkern des Tempels. Und für den müssen wir den Feuerstab benutzen. Und den Leichnam des komischen Viehes. Was ist das eigentlich? Das sieht voll eklig aus. So, ich weiß allerdings nicht, wie viel ich gerade aufgenommen habe, bevor ich unterbrochen wurde. Aber weil ich mir nicht sicher bin, wie lange es war und in wie viele Parts ich das spalten kann. Also bevor, egal. Die letzten zwei Parts. Egal. Würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Part wieder, wo wir dann den Hauptteil des Dungeons K
kaputt kloppen und ich speichere mal. Und man sieht sich im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Tschüss.